Wir sind auf einer Herrentoilette. Gut, dann eben nicht. Kam der eben, weil wir vielleicht zu lange gebraucht haben? Kann ich da oben jetzt wieder rein? Scheinbar sind wir falsch. Wir kommen hier nicht raus. Stecke ich hier jetzt fest? Kann ich mich hier rausmogeln? Schummeln oder so? Nee. Das... Mein Schatten ist weg. Oh, nice. Und jetzt geht die Tür auf. Jetzt, wo ich keinen Schatten mehr habe, passe ich auch durch die Tür durch. Oh. Da habe ich wieder einen Schatten. Habe ich jetzt nur hier keinen Schatten? Ja, sieht so aus. I need to turn the electricity back on. Antoine told me about a floor plan in his office. Warum steht denn das da? Ich wünschte, ich hätte meine Facecam wieder, aber die ist in den Untiefen der Garage vergraben. Das hat nicht gefunkt. Gefunkt zu nackelt. Sag bloß, wir müssen jetzt auch noch die richtige Kombination finden. Überall da, wo einer unserer Arbeitskollegen war, steht jetzt so eine Puppe. Beziehungsweise nicht genau in den gleichen Positionen, aber ähnliche. Alter Vater, ey! These switches have to be activated in a certain order. Ja, das dachte ich mir. Okay, erst den in unserem Büro. Wollte gerade sagen, dich. Och nö, ist das so eine Kack-Annabelle-Sache? Willst du mich eigentlich völlig vermunkeln? Wieso kann ich den nicht? So, dann den ganz hinten bei den Toiletten. Also den hier jetzt. Welcome to my new world without any people, because they are all puppets. Danke, dass du Krach machst, Discord. Dafür bin ich dir nicht dankbar. So, jetzt hier. Hallo, die Puppe. Doch, ist noch da. Okay. Jetzt nicht mehr. Okay. Nein. Mag nicht. Nein. Egal. Ich habe jetzt schon keinen Bock. Ja. Ah, hi. Danke. Ich will jetzt nicht sagen, aber das klang eher wie eine Plastikflasche, die die Treppe runterfällt. Just let me out. Ja, Mann. Just let me out. Gut, wir sind wieder ganz oben. Oder? Nein, wir sind in einem neuen Teil. Oh, wie groß ist denn das verdammte Büro? Ich will ja nichts sagen, aber der Mörder sieht aus wie jeder zweite Arbeitnehmer hier. Die haben sich alle gegen uns verschworen. Wir sind alles nur noch Puppen. Dein Ernst? Das ist auch noch eine Schule? Röntgenaufnahme. Was ist das? Was zum... Bist du der Zauberer? Ist das dein Zauberstab? Was ist das? Was soll das sein? Ist das ein Besen? Wahrscheinlich soll das ein Besen sein. Ja genau, was ist das für eine Firma? Die machen Filme, die machen... Ich brauche eine ID-Card. Och. Ja, Filme und
Da ist eine Schule drin und da sind so komische Sachen überall. Was ist denn das für eine Firma? Sag mal. Oh. Oh, Alter! Hexton. Jetzt. Ich habe mich gerade so sehr erschrocken. Ich fühle mich jetzt gerade wieder bei Findet Nemo, die kleine, der kleine Tintenfisch mit dem Mia Mia eine Tinte. Ich fühle mich jetzt gerade genauso mit Schweiß. Ich habe mich eingeschweißt. Oh Mann. Warum steht das Hütchen hier? Kann ich das als Hut mitnehmen? Habe ich jetzt hier noch ein Spiegelbild? Hier habe ich ein Spiegelbild. Und da ist schon wieder so ein komisches Heftchen. Discord, ich habe dich gerade zum Schweigen gebracht. Ist hier jetzt irgendwas noch drin? Ich will erst alles untersuchen. Nicht, dass ich irgendwas verpasse. So. Da war die Karte drin. Hier hinten. Haben wir alles gesehen? Da steht der komische Dude mit seinem Stift. Am Stiel. I gotta try. That's the only way. Oh, du kommst doch eh nicht raus. Das ist ein Labyrinth, weil ich jetzt dich niemals nach draußen lässt. So, hier ist schon mal doof gewesen. Merke, da gehe ich nicht mehr lang. Dup, didi, dup, dup. Diese Puppe! Du stehst dir so vor, brauche ich dich zu irgendwas? Du bist so beleuchtet. Bist du wichtig? Ich glaube, ich gehe gerade tatsächlich den richtigen Weg. Ist das der richtige Weg? Ich schaff das nicht. Willst du mich verarschen? Also da darf ich jetzt nicht lang gehen, das heißt... Der schickt mich jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Ich wette, da ist irgendwas mit dem Busch. Moment, ich könnte vielleicht ganz vorne drüber springen. Das habe ich gar nicht versucht. Das war zu offensichtlich. Ich wette aber, dabei gehe ich auch drauf. So, guten Tag. Ich würde mal fast behaupten, wir kommen hier nicht drüber. Gut, das war dann vielleicht doch etwas zu offensichtlich. Aber, wie kommen wir denn dann da raus? Denn wenn wir hier jetzt lang gehen, hier vorne, dann sterben wir sofort. Das heißt, es muss noch irgendeinen anderen Weg geben. Aber der Weg ist mir noch nicht so ganz ersichtlich. Wie machen wir, wie müssen wir denn dann hier raus? Okay, hier ist nichts. Ich habe jetzt gedacht, wir biegen mal in die andere Richtung ab. Aber irgendwie müssen wir doch hier rauskommen. Ich guck noch mal, wo Annabelle ist. Du, Annabelle, könntest du uns vielleicht den Weg nach... Annabelle? Annabelle! Annabelle? Ja. Könntest du uns den Weg nach draußen zeigen? Du sagst hier lang, aber da bin ich doch schon lang gegangen, da sterbe ich doch nur. Glaubst du, ich muss hier hoch? Aber hier gibt es nichts. Gar nichts. Nichts, nada, niet. 0.00. Wenn ich ein bisschen nervös bin, fange ich an zu singen. Und ich habe gerade echt keinen Plan, wie ich rauskomme. Denn sobald ich hier lang gehe, sterbe ich. Da kann ich tun, was ich will. Werde ich auch erschlagen. Jetzt mal ganz doof. Komme ich hier vielleicht gar nicht raus? Mein, schön und gut, dass das Fenster zerbrochen ist, aber wenn ich sterbe, bevor ich da irgendwas tun kann, dann bringt mir das offene Fenster ja auch nichts.
Gehen wir den ganzen Weg. Nochmal zurück. So. Da ist ein kaputtes Fenster. Hier können wir aber nicht raus. Dann gehen wir einfach wieder. Oder auch nicht. Man kriegt hier aber auch nicht einen Tipp. Nicht einen. Ja, Annabelle, ich weiß. Ich brauche ein bisschen lange. Aber man muss ja nicht immer alles durchrushen. Nicht wahr, Annabelle? Ich nenne dich jetzt einfach Annabelle. Mich stört immer noch, dass ein paar von denen leuchten. Aber ich glaube, das ist einfach nur ein Bug. Muss ich hier irgendwas tun? Das sieht so obvious aus. Oder hier? Nein. Annabelle kann ich aber nicht mitnehmen. Dass sie mir vielleicht eine Hand hält oder so. Eine schützende. Kann ich hier gegenspringen? Kann ich... Ich weiß nicht, was ich tun soll, weil sobald ich hier jetzt lang gehe, bin ich tot. Ich kann noch bis hier gehen, aber das ist dann ja auch schon das Ende. Ich habe keinen Plan. Also, wenn ich jetzt einfach zurückgehe, sterbe ich auch. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Bin ich... Jetzt weiß ich nicht mal mehr, wo ich bin. Okay, ich werde einfach... Das nochmal versuchen. Okay. Es ruckelt so sehr bei mir, dass ich nichts mehr sehen kann. What the fuck? Ich kann das nicht machen, weil das bei mir instant... FPS-Drops verursacht. Ich habe jetzt 60. Und wenn ich jetzt hier vorne bin, 4. Sorry, aber das kriege ich nicht hin. Das sind zu starke FPS-Drops. Also sollte ich das wirklich so machen müssen. Das funktioniert nicht. Ich habe instant nur noch 6 FPS. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht... machen wir die Sichtweite mal so auf... Keine Ahnung. 9. Bringt das was? Komm. Oh, ich komme schon mal ein bisschen weiter. Aber das hat auch nichts gebracht. Die FPS-Drops bei mir sind viel zu extrem. Ohne Aufnahme würde ich das eventuell hinkriegen, aber mit Aufnahme no. Aber ich möchte euch das ja gerne zeigen. Thank you.
So, ein essentieller Part, den ihr jetzt nicht gesehen habt, war, dass das dritte oder vierte Mal war, dass ich dieses bis dahin spielen musste, weil mir die Map immer kaputt gegangen ist. Beim einen Mal konnte ich aus dem Fenster springen, ohne dass irgendwas passiert ist. Also dieses Quick-Time-Event aktiviert wurde. Beim zweiten Mal kam ich überhaupt nicht durch, weil ich auf einmal einen Black-Screen hatte, der nicht weg war. Und dann, um Himmel, also... wer einen leistungsschwachen PC hat, so wie ich, dem rate ich nicht, das zu spielen. Auf jeden Fall bin ich jetzt aus dem Fenster gesprungen, weil wegen etwas, wenn ich drin gewesen wäre, dann wären mir die Sachen auf den Kopf gefallen und ich wäre tot gewesen. Die Tonnen sind verdammt groß, oder sind wir nur so klein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheinen wir jetzt gerade irgendwo zu sein, wo Tonnen sind. Mir sieht es stark nach Garage aus. Oder so. Ich kann euch von meinen Durchrushen ja etwas zeigen. Hinterher. Exit. Ob ich dem Exit-Schild so glauben darf, weiß ich auch nicht. He's here. The cars might save me. The cars. Du, wenn alle zu Hause sind, dann sind hier auch besonders viele Autos. Aus irgendwelchen Gründen ruckelt die Karte jetzt gerade echt arg. What the f... Oh, jetzt muss ich mich vor den... Oh. Okay. Das erklärt's ein bisschen. Aber woher weiß ich, wann er wieder weg ist? Ah, da hinten ist er, glaube ich. Woher weiß ich, wann der wo ist? Da ist auf jeden Fall das nächste Auto. Jetzt warte ich einfach mal, bis es wieder ruhig ist. Duty Dude? Bist du noch da? Ich glaube nicht. Immer wenn ich es höre, kriege ich wieder unter das Auto. Was da hinten? Ich weiß aber nicht, wo der Ausgang sein soll. Bin ich überhaupt in die richtige Richtung gelaufen? Vorne ist noch ein Auto. Hoffentlich schaffen wir es bis zu dem Auto. So, wir sind unterm Auto. Der ist hoffentlich nicht nah. Okay. Da vorne habe ich das nächste Auto gesehen. Shit, das ist flippt. So. Da ist eine Tür. Bezweifle, dass diese Tür in die Freiheit führt. Da vorne sind noch mehr Autos. So. Ich renne jetzt einfach zum Ausgang. Tschö. Das mit dem Kistenschieben war gerade übrigens auf eine gewisse Weise cool. Na, super. Würde man sagen, der geht nicht auf. Oh, willst du mich eigentlich... Hier sind keine Autos. Oh my God, there's someone on the ground. Ah, sprich mal mit dem. Der ist wahrscheinlich eh tot.
Man, are you okay? Plupp. Und weg. Das war klar. Ich weiß noch nicht, wo es jetzt rausgehen soll. Bist du der Ausgang? Du bist nicht der Ausgang. Doch. Ha. Da geht's nicht raus. Da auch nicht. Hier nicht. Und da nicht. Und es wird dunkel. Oh, wir sind draußen. Auf dem Dach. Und es wird Tag. I've tried everything. He keeps following me. You can't get me. I'm not giving up. Do you hear me? I'm not giving up. Meaningless. You are meaningless. I am meaningless. But tonight is different. Don't do that! You can't stop me. No, you can't. Only I can. I can end it. I can't. Leave me alone! Er ist schizophren. Ah! Meine Ohren! Ist ein bisschen laut. Ich drehe mal meine Kopfhörer leiser. Das war wohl late. Eine sehr interessante Erfahrung. Leider, entweder lag es wirklich an meinem PC, weil er zu schlecht war, dass die Map zweimal gebrokt ist. Oder es lag einfach an Fehlern in der Map. Ich finde sie ultra geil. Also Props an die Bauer und sonstiges. Ist echt sehr gut geworden. Kann ich durchaus weiterempfehlen. Gefällt mir bisher mit am besten. Also die und Asylum sind schon top. Ich meine, was man alles aus Minecraft rausholen kann. What the fuck? Und das war jetzt ja nicht eine, die groß wirklich, sag ich mal, ein Horror-Setting hatte, irgendwie alte Villa oder wirklich ein Asylum oder whatever, sondern die hat ganz normal im Büro gespielt. Wow. Wow. Ja. Ich bin gerade echt ein bisschen geflasht. Mich hat ein bisschen angepisst, dass ich sie mehrfach durchspielen musste bis zu dem Punkt, wo wir waren. Und dass ich euch die komplette Szene mit dem Durchlaufen von dem Bücherregal nicht zeigen konnte, weil das FPS sehr schnell technisch während der Aufnahme einfach null geklappt hat. Jetzt werden wir hier im Chat sogar noch weitergeleitet auf alle anderen Sachen. Ja, guckt euch die Erbauer-Entwickler mal an. Die haben es echt verdient. Was kommt jetzt? Der nächste Schizophrene? Der wahrscheinlich dann als Massenmörder durch die Gegend latscht? Oh, wir können sie nochmal spielen. Oh. Das ist interessant. Das ist echt interessant. Naja, okay. Ich würde dann mal fast behaupten, dass wir uns erstmal darüber Gedanken machen, ob wir abonniert haben oder nicht. Nein. Ich würde sagen, dass alle, die neu auf meinem Kanal sind und denen die Art, wie ich Spiele gefallen hat, die können gerne abonnieren, um nichts zu verpassen. Genauso wie das Glöckchen, dann verpasst du wirklich nichts mehr. Gerne auch, da unten fährt ein Auto rückwärts. What? Und eins seitwärts. What? Okay. Mich würde mal interessieren, was passiert wäre, wenn wir nicht aus dem Fenster gesprungen wären. Aber ich möchte jetzt ungern nochmal bis zu der Stelle spielen, um das rauszufinden. Das könnt ihr ja mal machen und mir dann sagen, was passiert. Gut. Ihr könnt auch gerne diese Playlist mit den Horror-Maps an eure Freunde weiterleiten. Vielleicht ist da eins bei, was denen gefällt oder welche sie auch mal gerne spielen wollen oder schon gespielt haben und gucken wollen, wie ich sie gespielt habe. Und wenn das alles getan ist, sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.